Ja, letzte oder vorletzte Level? Tja, so waren die 90er. Nee, wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm. Jetzt doch immer mal auf die Karte. Lohnt sich's da rumzugucken? Da ist auf jeden Fall ein blauer Schlüssel. Ist ein Schalter. Weiß aber nicht, ob es gut ist, hier irgendeinen Schalter zu betätigen. Teleporter? Nee. Blauen Schlüssel habe ich. Die Frage ist nur, wo brauche ich den? Oh, Schlüssel alleine bringt noch nicht viel. Ja, gut, aber Murloc-Paladin. Ja, gut, wenn du natürlich gar keine ziehst, dann ist Pech. Aber meistens zieht man ja sowieso fast alle Karten aus dem gesamten Deck, bevor man das Spiel beendet. Also zumindest bei meinem so. Meistens sind noch, weiß ich nicht, zwei Karten vielleicht im Deck übrig. Und dann lieber zwei Murlocs als zweimal Anything Can Happen. Manchmal, teilweise reichen ja sogar, wenn du. Also ich weiß, dass ich letztens ein Spiel gegen den Priester hatte. Das ist letztens, war gestern im Stream. Der hat halt schon gedacht, dass er gewonnen hat, weil er Entomb auf meinen Legendary Murloc gemacht hat und auf einen Murloc Warleader. So dass ich quasi beide nicht durch Anyfin beschwören konnte. Und es hat aber einfach gereicht, dass ich halt einen Warleader und beide Bluegills beschworen habe, damit halt irgendwie Damage gemacht habe, dann hat er die getötet und das nächste Mal kamen dann halt vier Bluegills und zwei Warleader und das reicht dann. Das ist dann nicht so. Immer noch. Blauen Schlüssel gefunden. Keine Ahnung, wo der hin muss. Auch schon wieder so ein Stern. Muss ich da durch die Lava? Okay, hier ist der. Hier ist. Braucht man den roten Schlüssel, wenn man da durch die Lava durchgeht. Macht der irgendwo Sinn? Ah, hier war doch noch so ein zweiter Raum mit viel Lava. Braucht man da dann eventuell? Ist man da auch so durch? Hier. Da braucht man auch den roten.
Ich glaube, es gibt aber sogar noch einen dritten Raum mit so viel Lava. Hier. Braucht man auch den roten? Rot. Rot. Ah, blau. Zwei Blautüren sogar. Und Shotgun-Munition. Die alle bräuchst du jetzt nicht. War denn das gerade? Das war hier irgendwo. Da rechts durch, glaube ich, oder da hinten durch. Hier war das. Probiere ich mal die andere Tür. Okay, wie Sie sehen Sie nichts. Da hinten ist noch was. So, da geht's nur wieder nach oben. Hm. Boah, wie viel die aushalten. Kommt jetzt dann nochmal runter? Da lag noch irgendwas, oder? Hat er nicht irgendwas fallen lassen? Dropped. Ne, nur seine Leiche. Hm. Und hier braucht man auch den verdammten roten Schlüssel. Na gut, dann bringt mir das nichts. Ja. Muss ja eigentlich irgendwo hier eher sein. Ach. Irgendwo ist da dieser blöde Schlüssel versteckt.
Ach, hier war ich doch gerade schon. Da ist ein Teleporter. Da ist der rote Schlüssel. Was auch immer der Schalter da jetzt gemacht hat. Naja, dann gehe ich jetzt hier in den Teleporter. Ich habe ja einen Haufen Türen noch. Oder ich kenne ja noch einen Haufen Türen, wo ich den roten Schlüssel brauche. Eine zum Beispiel ist hier. Ja, es kann sein, dass ich gar nicht mehr genügend von diesen Anzügen habe, um hier überall durchzukommen. Eine war auf jeden Fall noch hier. Okay, hier brauche ich den gelben Schlüssel. Da bin ich. Okay, dann versuche ich mir das mal zu merken. Hier waren zwei noch, zwei Türen. Okay, da drüben ist der gelbe. Die Frage ist nur, wie komme ich denn jetzt darüber? Ja, rüber, so kommt man da nicht rüber. Irgendeine Plattform hochgegangen? Ja. Ey, aber da sterbe ich doch einfach gleich an der Lava. Kommt man da rüber? Nein! Tja, ich komme doch jetzt aber nicht mehr zurück mit 16 AP. Ja, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich das machen soll. Vielleicht erst noch mal woanders lang. War ich hier eigentlich schon drin? Ich glaube nicht. Achso, ich habe jetzt aber auch noch nicht den gelben Schlüssel. Okay, da braucht man den. Ja, ich habe 100 HP. Das muss doch jetzt irgendwie machbar sein, dass ich da durchkomme durch die blöde Lava.
Achso, jetzt war ich dann da hinten noch nicht, ne? Okay, also nochmal. Es müsste ja gehen, ne? Dass ich hier durchkomme erstmal. Schalter betätigen. Jetzt mache ich den Umweg hier über Hells. Gelben Schlüssel einsammeln. Ich komme aber jetzt nicht mehr an Hells. Das reicht nicht. Ich komm da nicht rüber mit 16 AP. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ja, wieder gleiches Problem. Das Tor ist jetzt offen, ich muss nur noch darüber. Aber ich habe nur noch 26 AP, ich komme da nicht rüber. Okay, doch, ich komme noch rüber. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, die Frage ist, jetzt habe ich einen Schalter betätigt, wo lang? Ich weiß, dass hier unten links, da war noch mal auch irgendwas, wo ich glaube ich einen gelben Schlüssel brauchte. Nee. Nee, nee, das war nicht hier, das war da oben. Hier war's. Oh Mann, was ein Level. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Level. Thank you.
Ach, das ist die Anspielung. Ich habe den Halo-Soundtrack, der hat auch diese Stelle mit drin, die man jetzt gerade in der Musik hört. Ich habe mich immer gefragt, wo das der sein soll, weil das ganz klar eine Anspielung ist. What the fuck, was ist das denn? Ein Gehirn mit Spinnenbeinen? Yeah, the loathsome spider demons that masterminded the invasion of the moon bases and caused so much death has had its ass kicked for all time. A hidden doorway opens and you enter. You've proven too tough for hell to contain, and now hell at last plays fair. For you emerge from the door, so see the green fields of earth. Home at last. You wonder what's been happening on Earth while you were battling evil unleashed. It's good that no hellspawn could have come through that door with you. Hey Veda! Ja, auf jeden Fall. Das ist der Abspann. Und so sieht es jetzt auf der Erde aus. Oh nein, nicht das Häschen! Doch nicht das Häschen! Da! So, na gut, dann nehmen wir noch Nummer 4. Sei Flash consumed. Der müsste ja dann auf der Erde spielen, ne? Der geht dann wieder aus. Ja, im Grunde, wenn du dir überlegst, welchen Flügel, dann überleg dir halt, welche Karten du brauchst. Also guck dir halt an, was du für den ersten Flügel kriegst. Aus den jeweiligen Adventures. Und dann musst du einfach nur kalkulieren, wie viele Karten bekommst du da, die du in Deck spawnen würdest. Wie viele Karten bekommst du da, die du in Deck spawnen würdest. Ich glaube, Sorison war nicht direkt im ersten, oder? Flügel. Wenn der direkt im ersten Flügel von BRM ist, dann lohnt sich wahrscheinlich BRM mehr, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welche Karten in welchem Flügel waren. Ach du Scheiße, wie viele Gegner kommen denn hier? Ach, den hast du schon.
Einen Moment noch. So, ich habe jetzt den roten Schlüssel. Die Frage ist nur, wo muss der hin? Da. Mann, ey, wie f... Boah. So, speichern. Oh Mann, ey. Drei HP, zwei mal Munition. Das kann nichts werden. So, da komme ich nicht hoch zu der Schrotflinte.
Ach Gott, das ist das Level aus. Ich dachte schon, wo in welche Gegnerhorden werde ich denn jetzt wieder teleportiert?